Hey meine neugierigen Freunde, was ist denn das? Wissenschaftler des Schmidt Ocean Institutes haben in den Tiefsee-Canyons nahe des Ningaloo Reefs im Westen Australiens während einer Expedition eher zufällig diese seltsame Kreatur gefilmt. Es soll sich um das längste Lebewesen handeln, das je entdeckt wurde. Alle Infos dazu erfahrt ihr in diesem Video. Wenn du dich für Wissenschaft interessierst, abonniere gerne meinen Kanal. Hier erscheinen wöchentlich neue Videos. Bleib dran! Das Team um Dr. Nerida Wilson war etwa einen Monat lang auf dem Forschungsschiff Falkor in den australischen Ningaloo Canyons unterwegs, da dieses Gebiet noch weitestgehend unerforscht war. In über 181 Stunden, in denen der Tauchroboter ROV Sebastian im Einsatz war und bis zu 4500 Meter tief getaucht ist, entdeckten die Forscher bis zu 30 neue Arten von Meerestieren. Unter anderem die ersten Riesenhydrozoen in Australien, große Populationen von Glasschwämmen und zum ersten Mal im Westen Australiens auch den biolumineszierenden Tanninkalmar sowie sehr lange Seegurken. Das ist eigentlich schon beeindruckend genug und es hätte schon ausgereicht, um die Expedition als vollen Erfolg zu bezeichnen. Doch auf dem Rückweg an die Oberfläche kam dann die große Sensation. In 630 Metern Tiefe gelangte ein etwa 46 Meter langes Nesseltier aus der Ordnung der Staatsquallen vor die Kamera des Tauchroboters. Es schwebte dort spiralförmig im Wasser, mit einem äußeren Durchmesser von über 15 Metern. Dr. Wilson sagte begeistert, die meisten Wissenschaftler hatten den Kontrollraum zu diesem Zeitpunkt schon verlassen, aber als sich die Neuigkeit verbreitet hat, kamen die Leute ganz aufgeregt zurück. Es war fantastisch zu sehen, wie sich dieser riesige Organismus wie ein spiralförmiges UFO ausbreitete und im Wasser schwebte. Wir konnten nicht glauben, was wir da sahen. Die spiralförmige Ausbreitung dieses Lebewesens, das etwa doppelt so lang wie ein durchschnittlicher Blauwal war, diente wohl der Jagd nach Beute. Nesseltiere aus der Ordnung der Staatsquallen sind schon ziemlich seltsame Organismen, denn der lange, gelatineartige Strang, der in etwa nur so dick ist wie ein Besenstiel, wird aus unzähligen kleinen sogenannten Zooiden gebildet, die sich tausende Male klonen und jeweils spezifische Aufgaben übernehmen. Manche sind beispielsweise für das Fressen zuständig, andere für das Tasten und wieder andere für die Fortpflanzung. Eigenständig sind diese Zooide nicht lebensfähig. Zusammengenommen sind sie jedoch ein Organismus. Man kann es vergleichen mit unseren Organen, die nur im Zusammenspiel funktionieren, verschiedene Aufgaben übernehmen und im Gesamten ein Lebewesen bilden. Die bekannteste Staatsqualle ist die portugiesische Galeere. Ihre Tentakel können bis zu 50 Meter lang werden und sind hochgiftig. Der Kontakt mit Menschenhaut verursacht sehr schmerzhafte Verbrennungen. Für geschwächte Menschen oder Allergiker kann das Gift sogar lebensbedrohlich sein. Todesfälle sind jedoch Gott sei Dank sehr selten. Die Videoaufnahme dieser Staatsquallenart ist einzigartig. Nie vorher hat man ein solch langes Tier vor die Kamera bekommen. Zu den längsten Tieren der Welt gehört übrigens auch der Schnurwurm Linnaeus longissimus mit einer Länge von bis zu 30 Metern. Überliefert sind auch Berichte von einem 55 Meter langen Exemplar, das 1864 nach einem Sturm an der Küste von St. Andrews in Schottland gefunden worden sein soll. Wenn man jedoch bedenkt, dass der Linnaeus longissimus einen Körperdurchmesser von nur 5 bis 10 mm besitzt, dann gibt es nach wie vor nur einen König der Meere, den Blauwal. Denn er wird bis zu 33 Meter lang und über 200 Tonnen schwer. Damit ist der Blauwal nicht nur das größte und schwerste Tier auf der Erde, sondern sogar das größte und schwerste Tier der gesamten Erdgeschichte. Deshalb bin ich stolz, mit diesem legendären Tier zeitgleich auf der Erde leben zu dürfen und vielleicht bekomme ich irgendwann ja einmal die Chance, ein lebendes Exemplar zu sehen. Das wäre ein sehr inspirierendes und bereicherndes Erlebnis. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe euch hat's gefallen und es gibt jetzt ganz neu auch Merchandise von Neugierzone. Ihr findet es unter jedem Video und unter diesem Link. Der erste Link in der Videobeschreibung führt euch ebenfalls dorthin. Schaut euch gerne ein wenig um, es gibt coole Produkte, unter anderem Shirts und Hoodies mit schwarzen Löchern. Danke auch an meine Patreons, ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.